ich hatte natürlich große Erwartungen an das Buch. Das Buch ist unheimlich beliebt, ist ein Bestseller. Ich weiß gar nicht, wie viele Rezensionen ich dazu schon gesehen habe. Und alleine, wenn man auf den gängigen Plattformen schaut, wie viele Meinungen zu diesem Buch existieren und wie gut diese Meinungen sind, dann hat man zwangsläufig, glaube ich, gewisse Erwartungen an die Geschichte. Ansonsten geht es jetzt gar nicht darum, dass ich im Detail analysiere, was im Film anders war als im Buch, sondern eher, ob ich das Gefühl habe, dass der Film das Buch gut wiedergibt und ob ihr, falls ihr das Buch sehr, sehr mochtet, auch den Film schauen solltet. Und da würde ich sagen, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video und einem, auf das ich mich schon sehr gefreut habe, weil es was Besonderes ist. Ich durfte nämlich ein Buch lesen und gleichzeitig die Verfilmung dazu gucken und werde euch jetzt in diesem Video beides besprechen. Das Video ist als Werbung gekennzeichnet, weil es sich um eine bezahlte Kooperation handelt und weil ich natürlich diesem Kinostart, dem Buch und der Verfilmung mit einem extra Video auf meinem Kanal natürlich auch einen Platz biete. Es ist aber ganz explizit so, dass ich meine ehrliche Meinung sowohl zum Buch als auch zum Film geben kann und das werdet ihr gleich auch sehen. Außerdem gibt es im Rahmen dieses Videos noch eine Verlosung für euch und deswegen, ja, würde ich sagen, lege ich mal direkt los. Ich habe natürlich zuallererst das Buch gelesen. Es geht um Der Gesang der Flusskrebse von Delia Owens und ihr wisst, glaube ich, alle, wie sehr dieses Buch durch BookTube ging, in Bookstagram besprochen wurde. Dieses Buch hat einen großen Hype erlebt, war auf den Bestsellerlisten und hat sehr, sehr viele Fans. Es ist jetzt erneut erschienen, wie ihr seht, in dieser Filmausgabe. Ich habe dieses Exemplar zugeschickt bekommen und das ist natürlich auch das Exemplar, das ich verlosen darf. Diese Ausgabe unterscheidet sich von dem Hardcover, das wir bisher im Handel gesehen haben, und zwar nicht nur durch das Cover. Was genau im Inneren noch zu finden ist, werde ich euch am Ende des Videos zeigen, wenn es auch um die Verlosung geht. Jetzt geht es aber erstmal um die Geschichte. Das Buch erschien 2018 im US-amerikanischen Original und ein Jahr später in der deutschen Übersetzung von Ulrike Wasel und Klaus Timmermann. In diesem Buch begleiten wir Kia, die in den 1950er Jahren in den Marschlanden von North Carolina aufwächst und bereits als kleines Mädchen von ihrer gesamten Familie verlassen wird. Seither muss sie sich alleine durchschlagen, für ihr eigenes Essen und Auskommen sorgen und sie lebt ganz abgeschieden in der Natur in einer Hütte ohne fließend Wasser oder Strom. In die Stadt geht sie nur selten, sie wird als Außenseiterin betrachtet, sie ist nie zur Schule gegangen, hat keine Bildung erlangt und hat wenig soziale Fähigkeiten und das ist auch der Grund, weswegen sie in der nahegelegenen Küstenstadt Barclay Cove auch nur das Marschmädchen genannt wird. Aufhänger der Geschichte ist allerdings der Tod von Chase Andrews 1969, bei dem es Verbindungen zu Kia geben soll. Und für die Bewohner von Barclay Cove ist direkt klar, das muss etwas mit dem Marschmädchen zu tun haben. Sie ist die Angeklagte in diesem Fall. Und dann erzählt dieses Buch auf zwei Zeitebenen. Einmal, wie Kia aufwächst. Also da beginnen wir in den 1950er Jahren, erfahren, wie sie von ihrer Familie verlassen wird und sich so nach und nach selber durchschlägt und eben erwachsen wird. Während wir gleichzeitig in der Gegenwart, also 1969, diesen Kriminalfall begleiten, in dem die örtliche Polizei versucht herauszufinden, wie es zu dem Tod von Chase Andrews kam. Und natürlich kommen diese beiden Zeitstränge irgendwann zusammen, weil wir durch den Blick in die Vergangenheit von Kia eben auch erfahren, was es mit Chase Andrews und dieser Verbindung zu ihr zu tun hat. Es ist ein Buch, in dem viele verschiedene Genres bedient werden, was sicherlich auch den Reiz der Geschichte ausmacht. Wir haben einen Kriminalroman, weil eben dieser Fall um den Tod von Chase Andrews aufgeklärt werden soll, in der die Protagonistin eben die Verdächtige ist oder Angeklagte ist. Dann haben wir einen Coming-of-Age-Roman, weil wir Kia in ihrer Kindheit kennenlernen und dann bis ins junge Erwachsenenleben begleiten, unter den schwierigen Bedingungen, unter denen sie aufwachsen muss. Es ist außerdem eine Liebesgeschichte, da gehe ich gleich nochmal genauer drauf ein. Und es ist natürlich auch ein Buch, das viel mit Naturbeschreibungen spielt, weil die Marschlande das Setting sind und diese besondere Natur- und Tierwelt eben auch eine große Rolle in der Geschichte spielt. Es ist natürlich auch die klassische Geschichte einer Außenseiterin, die von der Gesellschaft nicht akzeptiert wird, die einen Spitznamen trägt, eben das Marschmädchen, über das sich sehr viele Geschichten erzählt werden, über die man meint, ganz viel zu wissen, ohne sie wirklich zu kennen und die nie eine Chance hatte, wirklich Teil dieser Gemeinschaft zu sein. Auch das ist ein ganz wichtiges Thema in diesem Buch. Und damit würde ich sagen, ja, komme ich zu meiner Rezension, denn ich hatte natürlich große Erwartungen an das Buch. Das Buch ist unheimlich beliebt, ist ein Bestseller. Ich weiß gar nicht, wie viele Rezensionen ich dazu schon gesehen habe. Und alleine, wenn man auf den gängigen Plattformen schaut, wie viele Meinungen zu diesem Buch existieren und wie gut diese Meinungen sind, dann hat man zwangsläufig, glaube ich, gewisse Erwartungen an die Geschichte. Und ich würde sagen, ich habe mir einfach mehr von der Geschichte erhofft.
Ich finde es in Gänze sehr kitschig in der Art, wie die Geschichte erzählt ist und auch wie vorhersehbar das ist, was hier drin geschieht. Ich finde auch die Rolle von Kia etwas überhöht. Sie ist eben dieses Mädchen, das sich durchschlagen musste, das bereits als Kind verlassen wurde, das in der Wildnis aufwächst, das Gewalt erlebt hat in der Kindheit, das aus einer völlig bildungsfernen Schicht kommt und trotzdem wächst sie zu dieser wunderschönen Frau heran, die intelligenter ist als alle im Ort und die Natur versteht, mit ihrem Einklang lebt. Also wirklich eine Protagonistin, mit der sich, glaube ich, jeder identifizieren möchte. Sie liest gerne, sie zeichnet, sie hat einen Draht zur Natur, sie ist wunderschön, schlank und so weiter. Und das sind einfach so Dinge, die finde ich kitschig, weil die sehr unrealistisch wirken. Und das ist mir in der Geschichte sofort aufgefallen. Natürlich sind diese Be Naturbeschreibungen wunderschön und die Natur, die hier beschrieben wird, ist auch eine sehr besondere. Und dieses Setting ist, glaube ich, durch nichts zu toppen. Allerdings finde ich eben das, was in diesem Setting passiert, recht einfach gestrickt und nicht besonders innovativ. Auch dieser Umgang natürlich der Stadt mit dem Marschmädchen, wie sie mit ihr umgehen, auch das ist sicherlich nichts Neues, ist aber auch gut eingefangen, wenn man gerne Außenseitergeschichten liest. Ihr wisst es, mit Coming of Age kann ich nur bedingt etwas anfangen, sodass ich gerade in den ersten Kapiteln, wo Kia noch sehr jung war, wenig Freude hatte. Für mich hat das erst an Fahrt aufgenommen, als sie ins jugendliche Alter kam und auch so die ersten Kontakte zu anderen Menschen geknüpft hat. Also sie ist eben eine sehr scheue und zurückhaltende Person. Ich kann das auch alles total gut nachvollziehen in Bezug auf das, was sie erlebt hat und wie sie aufgewachsen ist. Das finde ich auch unheimlich gelungen, wie die Autorin das einfängt. Aber es kommt dann im jugendlichen Alter von Kia zu eben zwei Liebesbeziehungen, die ich auch extrem kitschig fand in der Art, wie die erzählt waren. Und das meine ich in Bezug auf die Rollen, die diese beiden Männer für sie spielen oder welche Rolle sie verkörpern, in Bezug auf die retardierenden Momente, die in diesen Liebesbeziehungen vorkommen und auch in dem, was daraus resultiert. Ich werde euch natürlich nicht spoilern, deswegen kann ich mich hier eher vage ausdrücken, aber auch das konnte mich jetzt nicht begeistern. Ich hatte sogar ganz oft das Gefühl, oh, das wird unangenehm kitschig gerade. Also gerade in Bezug auf diese Liebesgeschichten war ich gar kein Fan von diesem Buch. Ich würde es mal so beschreiben, dass Gut und Böse in diesem Buch sehr klar und einfach voneinander getrennt sind. Es gibt hier wenig mehrdimensionale Charaktere. Es ist vollkommen logisch, wem man seine Sympathie schenkt und wem nicht. Und das ist mir eben als erwachsene Leserin dann doch ein bisschen zu einfach. In diesem Buch spielt natürlich auch die Gerichtsverhandlung eine große Rolle. Und auch da würde ich sagen, sie war nicht unbedingt realistisch. Vielleicht war das in den 1969er Jahren noch mal ein bisschen anders, wie Kreuzverhöre geleitet wurden, mit welchen Argumenten oder Beweisen oder Indizien man vor Gericht punkten konnte. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Gerichtsverhandlung auch zur damaligen Zeit derart naiv abgelaufen ist. Also das hat mich auch ein wenig gewundert. Vielleicht liegt es aber auch an der provinziellen Gerichtsverhandlung, der wir hier beiwohnen. Und leider hat das Ende dem Ganzen nochmal die Krone aufgesetzt. Also viel kitschiger hätte man das nicht gestalten können. Da ist die Autorin aus meiner Sicht auch übers Ziel hinausgeschossen. Und damit klingt das jetzt wahrscheinlich schon sehr negativ für euch. Und das will ich so auf keinen Fall stehen lassen, denn es ist ein guter Unterhaltungsroman. Und wenn man sich genau auf dieses Level einstellt, dann wird man hier auch auf seine Kosten kommen. Also ich habe es gerne gelesen, es war abwechslungsreich, vielleicht auch, weil es diese verschiedenen Genres bedient und eben sich nicht auf eine Sache festlegt. In sich ist es auch stimmig, also wenn man sich eben auf diese Art von Geschichte einlassen kann und vielleicht auch auf dieses Niveau von Kitsch, dann ergibt das schon alles seinen Sinn. Und um ganz ehrlich zu sein, mag ich eben auch Geschichten von Menschen, die alleine in der Natur leben und auch eine ganz besondere Verbindung zu Tieren und Pflanzen und ihrer Umgebung haben und sich eben von dem lossagen, was unsere Gesellschaft sonst so als wichtig erachtet und eben ein ganz unkonventionelles Leben führen. Und das ist sicher der Kernaspekt in diesem Buch. Wir folgen einer jungen Frau, die eben gar nicht so richtig versteht, was die Menschen von ihr wollen oder was sie im Leben wichtig finden. Sie hat ganz andere Werte und Ziele. Die Art, wie sie eben mit der Natur interagiert, in ihr lebt und in ihr atmet, ein Teil davon ist, war einfach sehr schön zu lesen. Auch das, was ihr widerfährt, weil sie eben von allen als etwas sehr Besonderes oder Andersartiges angesehen wird, ist, glaube ich, sehr authentisch. Und die Art, wie sie versucht, sich dagegen zu schützen, ist aber auch nur bis zu einem gewissen Grad durchschaut. Auch das ist, glaube ich, sehr menschlich und verständlich. Also ich habe durchaus mitgelitten auch in der Geschichte, auch wenn sehr, sehr vieles davon vorhersehbar war,
habe ich es dann doch eben mit großen Emotionen gelesen. Und dadurch würde ich sagen, das ist kein schlechtes Buch. Ich habe mir nur, glaube ich, aufgrund des Hypes mehr Tiefgang versprochen und mehr Innovation. Und das habe ich tatsächlich in der Lektüre nicht gefunden. Und demnach war ich total gespannt, wie das Ganze dann im Film umgesetzt wird. Ja, und damit kommen wir zu meiner Filmbesprechung. Ich durfte mir das Ganze ja vorab anschauen und habe direkt bemerkt, dass es ein bisschen anders erzählt ist. Also ich habe eben erwähnt, im Buch ist es so, die Geschichte startet rein mit dem Leichenfund von Chase Andrews und dann geht es weit in die Vergangenheit zurück und wir begleiten Kia. Hin und wieder gibt es dann mal wieder ein Kapitel aus der Gegenwart, in dem es um die Aufklärung des Falles geht. Im Film ist es ein bisschen anders in dem Sinne, dass die Gegenwart, also 1969 und eben alles, was nach dem Fund der Leiche passiert, der hauptsächliche Erzählstrang ist und dann gibt es bei Kia eben ja Dinge, die sie aus ihrer Vergangenheit erzählt oder erinnert, die dann eben diese Rückblicke bilden und von denen wir dann einen Eindruck von ihrer Kindheit bekommen. Die sind dann teilweise auch sehr lang, sodass ebenfalls diese Episoden entstehen, in denen wir sie quasi beim Erwachsenwerden begleiten, aber es ist nicht ganz so strukturiert, wie das im Buch ist. Mir hat es aber sehr gut gefallen, wie das gelöst war und es hat für mich auch besser funktioniert als im Buch, weil im Buch sind diese Erzählebenen sehr strikt voneinander getrennt und im Film entstand da für mich eben eine Erzählebene durch Erinnerungen, Geschichten, die Kia jemand anderem erzählt und so und dadurch wird ihre Vergangenheit deutlich. Das hat für mich persönlich besser funktioniert, deswegen hat mir das im Film sehr gut gefallen. Ansonsten geht es jetzt gar nicht darum, dass ich im Detail analysiere, was im Film anders war als im Buch, sondern eher, ob ich das Gefühl habe, dass der Film das Buch gut wiedergibt und ob ihr, falls ihr das Buch sehr, sehr mochtet, auch den Film schauen solltet. Und da würde ich sagen, ja. Also ich mochte halt das Buch nicht so hundertprozentig gerne und aus dem Grund war auch der Film jetzt für mich kein neues Highlight, aber der Film hat das Buch aus meiner Sicht extrem gut wiedergegeben. Also selbst Details wurden berücksichtigt aus dem Buch, wo ich nie gedacht hätte, dass die einen Platz in dem Film finden. Und das hat mich wirklich beeindruckt. Also wenn man das Buch und seine Geschichte mochte, dann wird man, glaube ich, auch diesen Film sehr gerne mögen. Ich finde, das Setting ist wunderbar eingefangen. Also gerade diese Marschlande, da gibt es einige so Drohnenflüge über diese Landschaft, die einfach atemberaubend schön ist. Oder auch die Szenen, in denen sich Kia dann versteckt. Das ist ein großes Thema im Buch und das wird auch ganz toll im Film umgesetzt. Die Tatsache, dass man sich eigentlich nur mit dem Boot fortbewegt in so ganz kleinen Kanälen durch diese Marschlande. Es sind wirklich großartige Kameraaufnahmen von dieser einmaligen Natur, die man da im Film zu sehen bekommt. Und das ist ja auch einfach die Möglichkeit des Films, einem das visuell vor Augen zu führen und nicht nur beschreiben zu müssen durch den Text. Das heißt, hier könnten auch alle auf ihre Kosten kommen, denen die Naturbeschreibungen im Buch ein bisschen zu sehr überhand genommen haben, denn das ist natürlich auch ein großer Aspekt von so Nature Writing und da geht das ja auch thematisch viel im Buch drüber aufgrund der Leidenschaft von Kia. Und natürlich gibt es dann im Buch auch sehr viele Passagen, wo einfach Pflanzen beschrieben werden, die Umgebung, die Gerüche, die Tiere. Und das kann natürlich alles auf der visuellen Ebene stattfinden, wenn man den Film schaut. Und ich denke, jeden, der das in textlicher Form nicht so mag, den wird das wahrscheinlich im Film weniger stören. Und da gibt es aus meiner Sicht am Film auch nur ein Manko. Mir ist das persönlich aufgefallen, weil ich da auch einen Blick für habe. Und zwar sind einige der Tiere, die dort durchs Bild fliegen, computeranimiert, also nicht echt. Und ich finde das insbesondere in der Eröffnungssequenz sehr auffällig und auch unschön. Also da gibt es eben einen Vogel, der da so durch die Gegend fliegt und einen so ein bisschen durch diese Landschaft führt und der ist eben nicht echt. Der ist computeranimiert und ich finde, man sieht das einfach an den Animationen. Das wirkt auch einfach nicht echt und das hat mich ein bisschen gestört, um ehrlich zu sein. Es ist natürlich auch nahezu unmöglich, diese Sequenzen mit einem echten Tier zu filmen. Die Frage ist, war es unbedingt nötig, dieses Tier darzustellen in dieser Sequenz oder hätte es auch eine andere Art von Naturaufnahme getan? Das ist für euch vielleicht überhaupt gar kein Kritikpunkt, aber mir persönlich fallen solche Dinge auf. Deswegen wollte ich es an dieser Stelle erwähnen, eben weil die Tiere und die Natur eben für diese Geschichte auch so eine große Rolle spielen. Ich fand den Cast sehr gelungen, insbesondere natürlich Daisy Edgar Jones als Kia, die einfach aus meiner Sicht zu 100% auf diese Rolle passte. Und auch darüber hinaus deckt der Film alles ab, was das Buch mitbringt. Auch, wie gesagt, Kleinigkeiten. Es gibt eine Sache, die ich ein bisschen vermisst habe. Und zwar ist das die Härte dieses alleine Aufwachsens von Kia. Im Buch merkt man, dass es schon auch gesundheitliche Probleme gibt, dass es Probleme mit der Ernährung gibt, dass sie unterernährt ist, dass sie
wirklich große Schwierigkeiten hat. Und das geht im Film, finde ich, ein bisschen unter. Da ist es zu schnell, dass sie Unterstützung bekommt, dass sich andere um sie kümmern. Und da habe ich nicht so sehr das Gefühl, dass sie sich wirklich stark alleine durchkämpfen musste. Das klingt zwar immer so durch, aber es wird nie gezeigt. Und das fand ich ein bisschen schade, weil das für mich eben auch ein wichtiger Aspekt war, dass dieses kleine Mädchen komplett allein in der Wildnis für sich sorgen muss, mit all den Gefahren, die damit zu tun haben, mit all dem, was da dranhängt an Gefahr für Leib und Leben. Und das war im Film, finde ich, ein bisschen zu einfach. Oder es wurde eben ausgelassen und dadurch wirkte es zu einfach. Es gab aber auch viele Dinge, die aus meiner Sicht im Film viel besser gemacht wurden als im Buch. Da gibt es zum Beispiel zwei Erwachsene, die Kia sehr stark unterstützen. Und ich finde die Szenen, wie die zusammenkommen, im Film einfach viel besser gemacht. Und da gab es einige Szenen, die für mich im Film emotionaler und berührender waren, als sie es im Buch waren. Und so ist das für mich wirklich eine hervorragende Buchverfilmung. Und zwar wirklich im eigentlichen Sinne. Das Buch wurde verfilmt mit all dem, was dieses Buch ausmacht. Es ging nicht darum, irgendwie eine Adaption des Buches zu machen und daraus einen guten Film zu machen, sondern hier wurde sich wirklich sehr nah an die Vorlage gehalten. Und ich glaube, das ist für alle, die dieses Buch ja großartig fanden, der bestmögliche Weg. Und demnach kann ich mir vorstellen, dass ihr alle, die ihr das Buch mehr mochtet als ich, auch diesen Film großartig finden werdet. Vielleicht täusche ich mich da auch. Ich komme eben, wie gesagt, aus einer anderen Perspektive, aber ich kann es mir gut vorstellen und würde es mir wünschen, dass ihr quasi durch den Film nochmal in die Geschichte eintauchen könnt und wäre sehr gespannt, wie ihr das empfindet. Vielleicht habt ihr nach dem Schauen des Films ja auch Lust, nochmal auf dieses Video zu klicken und mir dazulassen, ob ich recht hatte, ob ihr den Film mochtet oder eben auch nicht. Also da freue ich mich auch auf gegenteilige Meinungen, falls der Film für euch gar nicht funktioniert hat, und dann könnt ihr auch gerne erläutern, woran es gelegen hat. Und damit komme ich jetzt zum letzten Part dieses Videos, und das ist die Verlosung. Ich werde euch zum einen zwei Freikarten für die Verfilmung verlosen können, sowie ein Exemplar des Buches in der Filmausgabe. Das ist nämlich eine Klappbroschüre, wie ihr seht, und da gibt es ein bisschen was zu entdecken. Also in der Klappe gibt es zum einen so eine Illustration, die einfach zur Geschichte passt. In dem Fall sieht man jetzt Kia als kleines Mädchen auf dem Steg vor der Hütte stehen. Es gibt aber auch richtige Fotografien vom Set, hier zum Beispiel als Einleitung in das Buch oder hier nochmal als Einleitung in den ersten Teil, das Marschland, wo man dann eben die Landschaft sieht mit den Vögeln am Himmel. Und außerdem steckt in diesem Buch auch noch ein weiterer Text der Autorin drin. Genau, hiervon kann ich euch ein Exemplar verlosen. Was ihr dafür tun müsst, ist im Endeffekt jetzt in die Kommentare schreiben. Und zwar könnt ihr schreiben, was ihr wollt. Wichtig ist nur, dass ihr in euren Kommentar, falls ihr das Buch gewinnen wollt, den Hashtag Buch reinpackt. Ich blende euch das jetzt auch hier gerade nochmal ein. Ich glaube, Groß- und Kleinschreibung ist nicht so wichtig, aber es muss auf jeden Fall Hashtag, kein Leerzeichen, B-U-C-H sein. Dann kann ich nämlich nachher eure Kommentare filtern, nur nach diesem Hashtag suchen und dann eben aus der Menge an Zuschriften einen Gewinner oder eine Gewinnerin auslosen. Außerdem habe ich ja erwähnt, es gibt auch noch zwei Freikarten zu gewinnen. Das heißt, eine Person kann diese zwei Freikarten gewinnen, damit ihr eben mit Begleitung ins Kino könnt. Und falls ihr diese Freikarten gewinnen wollt, dann müsst ihr mir ebenfalls einen Kommentar schreiben. Und da könnt ihr ebenfalls schreiben, was ihr wollt. Ihr müsst nur darauf achten, dass der Hashtag Film damit drin ist. Also wieder Hashtag kein Leerzeichen F-I-L-M. Dann kann ich auch danach filtern. Ihr dürft natürlich auch beides in eurem Kommentar verwenden. Dann sehe ich, dass ihr an beidem Interesse habt. Ihr könnt am Ende aber nur eins von beidem gewinnen. Also ich werde einmal nach Hashtag Buch suchen, da einen Gewinner oder eine Gewinnerin auslosen und dann nochmal nach dem Hashtag Film suchen und da einen Gewinner oder eine Gewinnerin aussuchen. Es wird aber nicht dieselbe Person sein. Ich möchte am Ende zumindest zwei von euch glücklich machen können. Das sind ja eh schon wahrscheinlich viel mehr Zuschriften, als ich hier irgendwie verlosen kann. Deswegen habe ich gedacht, es wird zumindest mal zwei Gewinner geben. Und dabei gilt, dass der Einsendeschluss der 21.08. ist. Ihr könnt also bis dahin noch einen Kommentar schreiben, der in den Lostopf hüpft. Anschließend, also am darauffolgenden Tag, werde ich die beiden Gewinner auslosen und informieren. Ihr müsst mir dann natürlich eure Adresse mitteilen, zumindest wenn ihr das Buch gewonnen habt, damit ich euch das Buch auch zusenden kann auf postalischem Weg. Da müsstet ihr mit einverstanden sein, wenn ihr diesen Kommentar schreibt und eben in den Lostopf hüpft. Ähnliches gilt für die Freikarten, da müsst ihr mir lediglich eure E-Mail-Adresse mitteilen, aber über die müsst ihr euch eh bei mir melden, wenn ich euch denn ausgelost habe, und über die bekommt ihr dann auch die Freikarten zugeschickt. Alle anderen Teilnahmebedingungen, insbesondere rechtliche Hinweise, findet ihr nochmal in der Infobox zum Nachlesen.
Bitte lest euch das durch und macht nur bei dieser Verlosung mit, falls ihr damit einverstanden seid. Und ja, damit wünsche ich euch natürlich ganz viel Glück bei dieser Verlosung, falls ihr da mitmachen wollt. Ihr könnt mir aber natürlich auch einen ganz normalen Kommentar schreiben zu dem Buch, zu dem Film, was ihr davon haltet, wie eure Meinung dazu ist. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr dieses Video schaut, und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!